Moin Mann und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir einen silbernen Leunen hier im, ich sag jetzt einfach mal, Kolosseum niedergemetzelt. Wir haben noch ein paar Crocs gefunden, einen Schrein haben wir auch noch gemacht. Wir haben hier ein paar, ja, Gebiete haben wir wieder ein bisschen erkundet. Mit mir ist wieder Lucy dabei. Lucy, sag mal hallo, falls du mich hören kannst. Lucy? Okay, die braucht anscheinend noch ein bisschen. Jedenfalls werden wir heute weiter dieses Gebiet. Irgendwas zum Teufel ist das hier? Ich hoffe, ihr seht das nicht. Jedenfalls werden wir weiter die Gebiete erkunden. So, da bin ich. Ah, da bist Ja, ich du. konnte dich vorhin tatsächlich nicht hören, weil ich irgendwie nicht gesehen habe, dass wir streamen. Ich weiß nicht, irgendwie war alles weg und dann ist es wieder alles da. Ich bin auf jeden Fall weiter dabei und wünsche euch erneut viel Spaß mit unserem Let's Play. Das müsste hier sein. Ja, hier müssen wir hin. Auch nicht wieder diese blöden Octoroks. Okay, One-Hitten tun die zum Glück nicht. Weg mit dir. Oh, ein Topas. So, ich wollte einmal auf diesen Baum hier klettern. Sind nur ein paar Eier, okay. Hier hatten wir schon. Ah, hier waren wir schon. Das heißt, wir gehen ein bisschen nach rechts. Da vorne müsste nämlich auch noch ein Stück Waldgebiet sein. Ja, so ist es. Ach, schon wieder ein Jäger, ganz ehrlich. Den lassen wir einfach mal stehen. Auch wenn ich glaube, dass er uns trotzdem weiter verfolgt. Was war das denn für ein Baum? Der sah aus wie ein Erdbeerbaum. Nee, das ist ein Apfelbaum. Ach so. Oh, Schleichwürmchen. Nein. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Danke dir, Mifa. Oh, wir müssen hier einmal hin. Hier ist aber auch nichts Auffälliges. Aber da vorne gehen wir einmal auf den Felsen. Was sind denn diese Tiere, die da rumlaufen? So, das sind so Füchse und so, Das ne? sind Füchse, Hirsche, Elche, Bären gibt es. Auf den Bären und Hirschen kannst du sogar reiten, leider aber nicht registrieren. Und ich höre wieder Gut, diese was sind ekligen deren Vor- Fledermäuse. Hm? Was sind deren Vorteile oder Nachteile? Puh, ist einfach so, also. Ja, also, du kannst halt ein bisschen rumreiten, aber dafür hast du ja auch Pferde.
Müssen hier lang gehen? Ah, da unten sind die Fledermäuse. Miau. Warum erinnern mich jetzt Fledermäuse an Twilight? Gab es in Twilight auch nicht dieses Skulltulas? Nein, die gab's nicht. An die Majora's Mask und woanders gab's die noch. Nee, ich meinte nicht Twilight Princess, sondern Twilight. Das von dem Vampirroman. Ah, okay. Gelesen habe ich es nicht, aber was ich sehe, ist ein Croc. War für mich einer der schönsten Geschichten der Twilight-Roman. Hast du es gelesen oder hast du auch die Serie geguckt? Also ich habe die Filme alle geguckt. Die sind aber bei weitem nicht so aus... mein Gott. Nicht so gut wie die Bücher. Die Bücher ja. Sind tausendmal besser. Ich habe alle gelesen, bis auf Breaking Dawn. Das muss ich auch noch lesen. Nicht, ich muss, aber ich lese sie sehr gerne. Hat es über 10 Seiten? Ja. Also es ist kein Buch für mich. Liest du mehr als 10 Seiten oder weniger als 10 Seiten? Ich lese so gut wie selten. Außer halt ist es ein Zelda oder sonst irgendein Gaming-Buch, dann lese ich es, ja. Aber meistens nicht. Okay, wir können hier weiter. Ja, ich fände es auch mal interessant, wenn man so diese Spiele spielt und darüber mal ein Buch schreiben würde. So zum Beispiel Super Mario 64 aus Marios Perspektive. Weißt du? Mhm. Oder zum Beispiel Zelda aus Links Perspektive. Also was es gibt auf jeden Fall Fan. Also, dass es Fans halt schon gemacht haben, ne? So Mario-Perspektive, ja, ja. Zelda-Perspektive. Ah, da wollen wir nicht lang. Na. Alter Umschlagplatz. Aber was auch interessant wäre zu wissen ist, warum sprechen die Figuren eigentlich nicht? Also Link spricht nicht, Mario spricht nicht. Zelda, Link ist ein bisschen schüchtern, sagen wir es mal so. Okay. Und der Baum ist auffällig. Ah, hier habe ich schon einen Croc eingesammelt, okay. Ich sehe, glaube ich, schon den ersten Wächter wieder, oder? Nee, doch nicht. Ach, zum Glück. Und da hinten sind Pferde. Nice. Nehmen wir mal das Braune. Okay, hier war auch nichts. Waren wir in diesem Wald schon? Ich weiß es nicht. Hast du hier auch so einen Wahrsager, der dir dann sagt, wohin dein Weg dich führt, wenn du nicht mehr weiter weißt? Nee, leider nicht. Bei Twilight Princess gab es. Da konnte man gegen Rubinen dann seinen weiteren Weg wissen. Ja. Okay, das Gebiet haben wir. Nehmen wir den Zeitenwald.
Nein, nicht da lang, nicht da lang. So, hier runter. So, und da... müsste jetzt gleich der Zeitenwald kommen. Östliche Stallruinen. Und da vorne müsste der Zeitenwald sein, jawohl. Stand da gerade die Temperatur? Hier, ja, da steht die Temperatur. Okay, wofür ist das gut oder schlecht? Wenn du in einem kalten Gebiet bist, musst du dich halt kalt anziehen, warm anziehen. Und das gleiche gilt halt auch umgekehrt. Weil sonst kriegst du Schaden. Okay. Ja. Ach so, oh, ist das interessant. Kroggis, cool. Wo seid ihr? Guck mal hier, diese blöden Moblins gehen auf die Jagd. Was machen die da? Die gehen auf Jagd. Die essen. Oh Gott. Das Spiel ist ja ein bisschen tierfeindlich aufgebaut. Also für Veganer ist das nichts. In Anführungszeichen. Na? Aber ist alles sehr naturgemäß dargestellt worden. Wie so wie im echten Leben so. So ein bisschen. Oh, eine Truhe. Fünf Feuerpfeile, okay. Nehmen wir mit. Pfeile und so kann man aber auch kaufen, ne? Wenn man. Natürlich. Was waren die denn? Oh, die feiern, die machen ihren Tänzchen. Vorwärts. Aber du kannst nicht auf die Jagd gehen, ne? Ich kann auch auf die Jagd gehen, klar. Also ich meine nicht so Pferde und so, sondern wie die vorhin. Doch, kann ich auch. Also ich kann die halt töten. In Anführungszeichen, dann gibt's Fleisch, was ich verkochen kann. Oh Gott. Was haben sich die Macher nur bei diesem Spiel gedacht? Ich weiß es nicht, es ist aber sehr gut gelungen.
Hopp, hopp. Ist das denn bei diesem Spiel auch so, dass man leicht den Überblick verlieren könnte, sowohl über welche Gebiete man besuchen muss, als auch welche, also wie viele Geräte meine ich, so Waffen zur Verfügung gibt? Das auf jeden Fall. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Sieht nach einem Krog aus, oder? Oh nee, schade. Das sieht mir nach Krog aus. Nee, aber eine Truhe, okay. Opal, okay. Wenn wir hin. Und Ziel ist es jetzt, Erinnerungen zu finden. Unter anderem, ja. Das sind so Nebenaufgaben, sage ich jetzt mal. Was ist denn jetzt die Hauptaufgabe? Ganon besiegen, aber... Oh, ein Saphir. Das sind zum Beispiel auch epische Truhen. Die müssen wir, oder muss ich alle freischalten. Das gehört auch zu den 100% dazu. Müsste es jedenfalls. So. Dann kann der hier auch schon mal weg. Revalis Sturm ist bereit. Danke dir, Revali. Okay, das ist die andere Seite. Dann können wir hier schon mal lang gehen. Link kann auch schwimmen. Klar, das, was er nicht kann, ist tauchen. Noch eine Truhe? Brauchst du dafür eine Kugel, so wie in den anderen zwei Spielen, um tauchen zu können? Oder kann er das generell nicht? Nee, generell nicht.
Ach, keiner kommt mehr. Da komm her. Was haben wir hier drinnen? Wieder ein Opal, okay. Das Gebiet wird kleiner. Was kannst du mit den Edelsteinen machen? Verkaufen oder für die Feen-Upgrades oder Gewänder-Upgrades. Da wollen wir nicht rüber, wir bleiben weiter hier. Und ich sehe den nächsten Krog. Da haben wir auch diesen Krog. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier die ganze. Ja. Obwohl, gehen wir mal bis hier hin und dann holen wir uns den Flötengrashügel. Nehmen wir uns dann vor. Stall am Fluss. Waren wir hier noch nicht? Aber wir haben einen Schrein hier gemacht. Haben die Sidequest. Oh, hier waren wir noch nicht. Tatsache. Altes Klo. Okay. Ja. Godric. Oh, bei diesem Regen allein unterwegs. Du solltest dich unbedingt in unserem malerischen, gelegenen Pension erholen. Dieser Fluss ist bereits wunderschön, aber nordöstlich von hier findest du die einmaligen 1000 Sandbänke. Ich habe eine Schwäche für schöne Dinge. Ja. Aber das sieht man ja auch an meinem gepflegten Erscheinungsbild. Übrigens, deine Augen sind auch sehr schön. Okay. Oh. Darf ich dir vielleicht eine Geschichte erzählen aus meiner Jugend? Leg los. Du verleihst mir dein Ohr. Vielen Dank. Also, im Norden dieser Ebene von Hyrule erhebt sich ein stattliches Schloss. Nun ist das ein abscheuliches Monsterhort geworden. Aber früher erfreute es seine Pracht die Herzen mit Ehrfurcht. Einen meiner Vorfahren, der Großvater meines Großvaters, arbeitet dort als Hofkoch. Mit welchen Gerichten mag er wohl damals die hochwohlgeborenen Zungen gekitzelt haben? Als kleines Kind habe ich mich jetzt in jene Zeiten zurückversetzt, um die exquisiten Kreationen genossen. Luxuswild, Schaschlik, Fischcurry, Pilzrisotto, Eierpudding, hihihi. All diese formte diese schönen Körper. Noch heute unterhalte ich mich gerne mit den Gästen unseres Stalles über delikate Gerichte. Also, ich sollte langsam mal zur Sache kommen. Lass mich dir tief in deine schönen Augen blicken und eine Bitte ansprechen. Wenn du jemals das Schloss Hyrule betreten kannst und dich dort nach den Rezeptbüchern umsehen kannst. Wenn ich nur einmal die Gerichte des Königshauses genieße, kann ich glücklich sterben. Alles klar, die Sidequest haben wir auch angenommen. Warst du mal in einem Schloss nördlich von hier? Das ist Schloss Hyrule. Es soll vor 100 Jahren zerstört worden sein.
Man findet dort auch alte Waffen und andere Schätze. Daher bin ich dort einige Male auf der Suche gegangen. Unter ihnen soll es auch erstaunliche Waffen gegeben, die sogenannte Ausstattung der Leibgarde. Unter den Sammlern sind sie sehr bekannt. Einmal nur möchte ich sie sehen. Seit dieser seltsame Nebel erschienen ist, wimmelt es von Monstern und diesen Maschinenwesen. Für mich ist es dort zu gefährlich geworden, mich dort herumzutreiben, und du solltest die Umgebung besser auch meiden. Okay, noch eine Sidequest. Kletes Gerüchteküche extra 4. Hallo, hier ist wieder Kletes, Königin von Klatsch und Tratsch. Ob morgens oder abends. Haltet ihr auch fleißig die Ohren nach Gerüchten offen? Heute aber habe ich etwas für die Geschichtsliebhaber unter euch. Das Gerücht von den Soldaten, die bei der großen Verheerung ihr Leben ließen. Beschützer der Königsfamilie. Es gab unter den Soldaten eine spezielle Leibwache, die für den Schutz der Königsfamilie zuständig war. Unter ihnen und ihre Ausrüstung soll noch immer in Schloss Hyrule auf Entdeckung warten. Die Ausrüstung soll in der Nähe des Speisezimmers am Übungsplatz und über dem Thronsaal zu finden sein. Ich hoffe, dass Schloss Hyrule eines Tages mal im Ganzen im alten Glanz erstrahlt und es wieder eine Leibwache gibt. Wann kriege ich wohl meine eigene Leibwache? Kletes Empfehlungspunkte 5. Oh, das ist eine EX, okay. Ja, Torti, du hast hübsche Augen, hast du gesagt. Ja. Komm, was sagst du jetzt dazu? Ich halte mich auf Abstand bei dem Typen. Hier. Wieder diese Jägers. Genau, hier einmal nach auf den Hügel rauf. Jo, dann haben wir den nächsten Krog. So, und jetzt möchte ich einmal die Amiibos ausprobieren. Jetzt kommt einmal Wolflink. Ah, Moment. Dann haben wir die Wächter-Amiibo. Ein Wächterschild, ja, immerhin. Dann kommt Link Skyward Sword. Ah. Er kann sich ja auch zum Wolf verwandeln. Ja, er ist halt, das ist halt eine Amiibo. Okay. Warum will er jetzt die Amiibo nicht nehmen? Jetzt. Okay. Guck mal, Epona. Nice. Dann kommt jetzt Link Majora's Mask. Nein, bleib hier, Truhe. Ich
Ja, nice. Grimmige Gottheitpanzer, Kleidung eines Helden aus der Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroht wurde. Sie sieht etwas gruselig aus, erfüllt den Träger aber mit einer göttlichen Kraft. Nice. Hört sich sehr gut an. Jetzt kommt die junger Link. Fünf Eispfeile, okay. Dann kommt Ritter Link. Ein Königsschwert, naja. Bleib hier, Epona, ich brauch dich. Ist Epona automatisch mit registriert oder nee, muss man ich müsste Epona erst registrieren. Dann haben wir dann haben wir hier noch Junger Link. Toon Link, Entschuldigung. Und dann haben wir noch einmal Ocarina of Time Link. Zeitgewand, nice. Der Held, der durch die Zeit reiste, soll es getragen haben. Auf besondere Art und Weise scheint es sowohl Kindern als auch Erwachsenen zu passen. Ach Gott, endlich. So, dann kann es weitergehen. Link hat immer diesen grünen Gewand an, fällt mir auf. Bei jedem Spiel. Ja, aber es sind unterschiedliche Gewänder. Das stimmt. Nehmen wir den Bodensumpf oder nehmen wir links? Nehmen wir mal diese. Ich finde ihn aber ohne Mütze viel besser. Er sieht viel besser aus ohne Mütze. Ja, kommt drauf an, aber meistens auf jeden Fall. Da waren wir schon. Okay. Und ich sehe da hinten einen Schrein, den ich mir nicht markiert habe. Verdammt, so sehe ich ihn auch nicht. Ich bin mir sicher, dass ich einen Schrein gesehen hatte. Wächter? Nein! Ich kümmere mich auch kurz darum. Ah, natürlich, der Wächter hat mich auch gesehen. Lass Wolf-Link in Ruhe. Ich brauche eine andere Waffe. Du hast Wolf-Link getötet, dafür stirbst du. Wolf-Link kann man zum Beispiel, wenn es stirbt, nur danach erst 24 Stunden wieder aufrufen, sage ich mal. Okay. So, das war's für dich. Und auch für den Jäger. Oh, leider keinen antiken Reaktorkern.
Wenn der explodiert, wirst du auch zugleich verletzt oder hat das keine Wirkung auf dich? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht ausprobieren, sagen wir mal so. Sag mal, wollte der jetzt Epona klauen? Nee, der wollte nicht Epona klauen. Das war ein Wildpferd. Ach so. Da vorne ist Epona. Aber die klauen auch Pferde. Die klauen auch Pferde, ja. Komm, Epona, weg. Du rennst doch nicht weg von mir, ich wollte schon gerade sagen. So, wir müssen hier noch einmal gucken, ob hier irgendwas Auffälliges ist. Und der Wolfling, der hilft dir, also bei den Kämpfen. Der hilft mir, genau. Schauen, was wir hier sonst noch. Ach, der hat einen ernsthaften Knochenpferd geklaut. Ich glaub's nicht. Okay, hier scheint es auch nichts zu geben. Zumindest finde ich gerade nichts. Obwohl, wartet mal, da vorne. Könnte was sein. Ja, so, oder? Nee, schade, hier ist doch nichts. Okay. Gehen wir mal wieder zu Epona. Epona, warte auf mich. Wir müssen das Pferd auch auf jeden Fall registrieren. Wo sind wir jetzt lang gegangen? Wir sind hier lang gegangen. Das heißt, der kann weg. Der kann weg. Der kann weg. Und... der kann auch weg. Wir gehen jetzt mal zu den Windblumenwiesen. Müssen wir, glaube ich, hier lang. Oder? Ja. Oh ne, da ist schon wieder ein Wächter. Geradeaus, okay. Oh, das wollte ich nicht, Epona. Kriegst gleich als Belohnung einen Apfel. Das riecht nach Krog. Und es ist auch ein Krog. Ah, krieg ich ihn? Jawohl. So, weiter geht's, Epona. Und ich sehe schon da hinten einen... obwohl, nee, das ist ein toter Wächter, okay. Ich korrigiere mich. Na komm, Link, machen wir kurz einen Prozess mit dem. Nein, ich will den Krog, ich will den Krog haben. Okay, ey, das ist nicht wahr. Nein. Du siehst mich nicht. Nein, geh weg. Nein, hinten kommt noch ein zweiter Wächter, ich glaub's nicht. Ah, nice. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, wie willst du mich denn von da treffen, bitte? Lass mich in Ruhe. Nice. Ich will doch nur den Krog da haben und dann kümmere ich mich um dich. Gott. So, ah, nice. So, jetzt nehme ich mir extra Zeit für dich. Hyrule Garnisonsruinen. Kuckuck. Machen wir dich mal zum Krüppel.
So. Jawohl. Yo, einen antiken Reaktorkern. Nice. Wir müssen mal wieder zu Robello auch gehen. Okay. Ich würde mich hier mal umsehen. Ich wette mal, nach Ganons Fluch ist hier alles kaputt gegangen. Ja, oder waren so, die immer so? Nein, danach ist alles kaputt gegangen. Zumindest waren das die Wächter. Was haben wir hier? Aber die Wächter, die kämpfen, die stehen auf Ganons Seite. Genau, das sind Ganons oder Ganons Monster. Seine Armee, genau. Haben wir hier? Ui, noch eine. Nee, hier waren wir gerade oben, okay. Oh, da ist noch ein Wächter. Was haben wir hier drin? Ein Fässer, okay. Okay. Ich glaube, das hier könnte ein Krog sein. Nee, aber immerhin eine Truhe. Königsschild. Nehmen wir mit. Das da oben riecht auch nach Krog. Wie viele Ausrüstungen gibt es insgesamt? Frag mich nicht. 20, 30... Also allein nur von den Gewändern, ja. Boah. Ganz schön viel. Bleib hier, Epona. Du musst dann aufpassen, dass die plötzlich nicht anfangen, Epona zu stehlen oder auf Epona rumzureiten. Ich weiß gar nicht, ob die Epona stehlen kann. Ich glaube, das trauen sie sich gar nicht. Ich weiß es aber nicht. Guck mal hier, ich habe einen Apfel für dich. Jetzt frisst den Apfel. Doch, Epona isst den Apfel, aber... nee, das wollte ich nicht. So, probieren wir es nochmal. Guck mal hier. Ah, guck, jetzt will er. Nice. Jetzt will sie. So rum. Jetzt. Da kriegt sie mehr Power. Genau, also es gibt sozusagen, was heißt mehr Power? Dadurch kriegst du halt die mehr Zuneigung. Hast du 100% Zuneigung, dann Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke dir, Daruk. Dann ist es halt so, dass dir die Pferde komplett gehorchen. Sonst kann es mal sein, dass die nach links oder nach rechts ziehen. Ah ja. Oh, hier ist auch noch eine Ruine. Alter, okay. Alter Umschlagsplatz. Okay. Den Holzpfeiler. Noch eine Truhe. Alter, hui. Heute gibt es viele Truhen. Huck!
Improna, wo bist du? Improna muss da vorne irgendwo sein. Sturm ist bereit. Danke dir, Revali. Das nutze ich auch gleich einmal. Hab ich den Epona gelassen. Was zum Teufel ist das? Ich weiß da vorne? Nicht, was das ist, wenn du in den Himmel fliegst. Die tauchen da wie so ein. Als ob man die herzaubern würde. Die sehen auch ziemlich cool aus. Ja, das ist Rivali Sturm, das sind die Reckenfähigkeiten. So. Und da ist das Schloss, ne? Genau, da vorne, hier, da vorne ist sozusagen der Schloss. Das Schloss, ah. Hier wollte ich noch einmal schauen. Versteck dich mal hier, Epona. Nein! Achso, die Strahlen kannst du nicht abwehren, die vom Schloss kommen. Nee, die kommen nicht vom Schloss, die kommen von den Wächtern. Achso. Ich kann sie aber zurückschleudern. Achso, ich dachte, die kommen sowohl vom Schloss als auch von dem Monster. Okay. So, das sollte es jetzt für dich gewesen sein. Jawohl. Und wieder einen antiken Reaktorkern. Nice. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zum Stall und registrieren dich, Epona. Frage ist, wo ist der nächste Stall? Hier wäre ein Stall. Ja, dann gehen wir da doch auch hin. Müsste es gleich nach rechts gehen. Ja. Tauchen die Gegner eigentlich immer wieder auf, wenn du die besiegst? Erst nach dem Blutmond, also alle 3 Tage. Vorne ist der Stall, oder? Ja. Nein, nein, was machst du? Oh Gott.
Ich hab doch auf A gedrückt. Oh, ein Hund. Du scheinst ein Wildpferd gefangen haben. Möchtest du es registrieren? Jawohl. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Comment da lassen. Ich danke euch auch und wünsche euch dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Okay, bis dann.